Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano in unserer Bruderkrieg-Kampagne. Wir haben ja beim letzten Mal hier versucht, mit den Unterstützungseinheiten und den Panzergrenadieren da ein bisschen Action zu machen. Das hat insofern nicht funktioniert, weil wir die Runde verloren haben. Vielleicht waren wir auch nicht konsequent beim Pushen auf der rechten Flanke, haben uns zu sehr auf die linke konzentriert. Sei es drum, wir müssen halt jetzt versuchen, dass wir sie quasi insofern schützen, dass wir den nächsten Kampf halt auf das Kavallerie-Regiment ziehen, beziehungsweise auf die Panzergrenadiere. Deswegen ziehen wir die mal hier hin, quasi vor Alsfeld. Und hier drüben könnten wir natürlich jetzt auf mit dem Aufklärungsbataillon Richtung seiner Artillerie gehen. Ich weiß allerdings nicht, wie nützlich das ist. Wir könnten hier sein Stabsbataillon angreifen oder wir verzögern das hier weiter. Und hoffen, dass wir dann in der nächsten Runde hier unten Unterstützung kriegen. So, ich bin gespannt. Nächste Runde. Wir gehen mal in den Rundenwechsel. Was jetzt passiert? Okay, er versucht Alsfeld zu flankieren. Das ist interessant. Und er... Er provoziert. General, the Panzer Brigade 14 can finally deploy in full. We now have a real chance to control Alsfeld. Ja, unsere Panzerbrigade ist da. Wir. Was haben wir denn hier? Leo 2, Leo 2, Leo 2. Und die erste Kompanie ist mit Aufklärern, Geparden und allen möglichen ausgestattet. Das gefällt mir. Entsprechend. Pushen wir da nach vorne und gehen da in den Gegenangriff. Das Artilleriebataillon stellt sich als Unterstützung direkt dahinter. Genauso wie die Flugabwehr. Was mich jetzt aber tatsächlich natürlich sehr triggert, ist sein Stabsbataillon hier. Was jetzt anscheinend wirklich. Also entweder ist es ein Lockmittel, was er hier versucht. Oder wir könnten ihm da tatsächlich das Stabsbataillon kaputt schießen. Was ich mich immer noch frage, welche Funktion das Ding hat. Problem ist aber hier weiterhin, dass er... Also guckt mal, wie viele Militärstreifen er hat. 16 Stück, krass. Er hat immer noch 6... Oh Gott, nein. Er hat 6... 12... Ach du Scheiße, 12... Pax und dazu noch 12-mal Konkurs und dazu noch 3 T-55er plus plus Metis, Modschützen Metis, das sind auch nochmal 12. also sehr, sehr viele ATGMs hier gegen unsere Leo 1. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das machen will oder ob ich erstmal versuche, hier drüben irgendwie Fuß zu fassen. Wir sind jetzt hier bei 4 von 6. 4 von 6. Er versucht uns hier natürlich jetzt zu flankieren. Wir können hier den Angriff nicht machen. Wir... Tja, die Frage ist, wen wir jetzt angreifen. Die sind noch bei 100% hier. Die sind nicht mehr bei 100%. Vielleicht machen wir die erstmal kaputt. So, wir nehmen unsere... Achso, hier kann ich jetzt nur mit den Panzergrenadieren angreifen. Nee, das will ich nicht. Ich würde schon ganz gerne mit den Panzern angreifen. So. Panzer. Jetzt muss ich mal gucken, welches der Bataillone das richtige ist. 152. So.
Wir könnten die Hilfstruppen mitnehmen, das machen wir aber nicht. Wir nehmen Luftunterstützung mit. Und ich frage mich, achso, die Artillerie hat nicht genug Reichweite. Okay. Dann, wir könnten das jetzt automatisch brechen lassen. Wir machen aber mal taktische Schlacht. Wir sehen, dass er selbst auch Flugzeuge mit dazu zieht. Wir müssen das halt noch mindestens eine Runde verzögern, bis wir dann, ach guck mal, die Map haben wir schon mal gespielt, bis wir die Unterstützung von den Leo 2s kriegen. Aber ich will Alsfeld eigentlich nicht kampflos aufgeben. Deswegen... Ach, wir haben ja auch noch die Humvees vorgezogen. Das ist interessant. Scout-Humvees quasi doppelt in vorgezogener Aufstellung. Ich wusste gar nicht, dass wir die noch haben. So, Darlin. Dahin. Yes, Captain. Dahin. Wir müssen die Mitte wieder versuchen, ein bisschen... Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Dahin. Koordinate absitzen. Haben wir die von der Seite gespielt? Ja, aber der Gegner hat hier, glaube ich, nicht reingepusht. Der hatte sich dahin gestellt, ne? So, wir... Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Machen den hier rein. Wir führen den Offizier... da rein. So, damit haben wir erstmal... Ich höre, Herr Hauptmann. So, Panzergrenadiere. Beziehungsweise Milans. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. An dieser Koordinate absitzen. So. Karte nur kurz einordnen. Der bringt 2 Punkte, der bringt 2 Punkte, der bringt 3 Punkte. Das heißt, wir dürfen uns hier an dieser Koordinate absitzen. Nicht groß auf irgendwas einlassen. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Hey, wartet mal. Die schicken wir mal hier mit rein. Wir haben ja zum Glück auch noch ein paar Bradleys. So, die Bradleys mit ihren ATGM sind am Anfang auf jeden Fall ganz gut. Mit den Leos müssen wir ein bisschen sparsamer umgehen. So, dahin. 2 Leos bitte. Dahin, so. Versorger. Dann Versorger. Versorger. So, 2 Punkte haben wir noch. So, dann starten wir mal die ganze Aktion hier. Ja, los, greif an. Tja, haben wir da.
So. Recon Unit at your orders. Ja, wobei, geh du dich mal noch nicht verkaufen. So, der haben wir hier. So, der Offizier. Wo ist er denn? Habe ich den vergessen zu bewegen? Hier. Den schicken wir mal da lang. So. Bradleys lösen sich hier mal von der Stellung her auf. Der geht zurück, der geht zurück. So, Aufklärer ausgeschaltet. Bradley, Humvee geht erstmal zurück. Und ich hätte ganz gerne hier mal noch Infanteristen, weil hier hat er jetzt schon Einheiten reingeführt. So, hier drüben. Ja, da steht, wie zu erwarten, eine... Are you sure it's safe there? Wir haben Feindkontakt. Ready, sir. So, hier arbeiten sie, das finde ich gut. Die arbeiten auch, die 100 mm. Engage on site. Good job, Gunner. Yes, Captain. Engaging target. So, wir greifen als erstes die Pack an. Na, einmal trifft. Na, trifft. Nice, geht raus. Okay, wir gucken kurz hier drüben, wie die Lage ist. Ein T-55. Der Humvee geht mal hier runter. So, die Bradleys gehen hier mal zurück. Ja, die BMP ist da. Da kommt Artillerie, das finde ich ganz interessant. Er nimmt uns da jetzt den Punkt weg, das ist erstmal nicht so schlimm. So, kommt schon. So, das BMP da. Da geht der Scout raus. Sehr schön. Ja, wieso schießt er denn auf die Position? Da stehe ich ja gar nicht. So, der Offizier geht hier oben rein. Wir führen die alle mal da oben lang. So, sehr gut. Hier oben geht's weiter. Ah, da ist ein... Da ist ein Offizier. So. Wir pushen hier weiter. Und wir pushen hier mal weiter. Die Bradleys bitte mal dahin. Der Offizier ist jetzt mit drinne. Wir wissen, dass... Ah ja, hier. Das wird die ATGM sein. Ja. Nice. Okay, dann... Er führt den Offizier da wieder rein.
Yes, Captain. Wir smoken hier und ziehen die erstmal zurück. Greifen die da an. Den Offizier mal anscheinend rausgepusht hier. So, die Bradleys müssen jetzt ziemlich schnell hier aus der Schusslinie raus. Okay, wie sieht's hier aus? Sehr gut. BMP muss weg. So, okay, dann erstmal zurück hier. Und wir holen mal hier die Versorger dazu. Hier pushen wir weiter. Gucken, ob wir den Offizier noch finden, der da irgendwo stand. So, hier oben alles soweit gut. Wir können mal noch zwei Abrams hier als Versorgung mit dazu holen. Und vor allen Dingen noch mehr Versorger-Trucks generell. Okay. Interessant, wie spät der da aufgeht. So. Feind gesichtet. So, da müssen wir die doch noch mit nach vorne holen, weil hier jetzt der Offizier kommt. Dass die den Offizier da rausknallen können. Nice. Bewegung, sie sind hier nicht auf der Verzehrung. So. Ich hätte hier, wo sind denn die Versorger hier? Ah, die habe ich alle jetzt hier rübergezogen, alles klar. So, wie ist hier die Lage? Wir ziehen uns erstmal zurück. Vor allen Dingen, weil wir die aufmunitionieren müssen. Da kam noch was. Aber der meiste Druck kommt jetzt von hier. Naja, warte, er hat uns da gespottet gehabt, wie wir da unsere Einheiten aufgefrischt haben. Ach, guck mal hier, die sind offen. Das sieht aber erstmal ganz gut aus. Hier kommt er nur mit der Artillerie wieder, das kann uns egal sein. Das hier gefällt mir nicht. Ah, sehr gut. Die Bradleys halten das auf. Hier steht aber vermutlich noch mehr. So, die hier sind da noch gespottet. Das finde ich interessant. Fliegen hier ATGMs? Wenn dann sie... Oh, 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 oh.
Erwärmung. Feuer und Bewegung. We can't take it anymore. War Daddy, the Red Leader. I am listening. Target on sight. Fire. All back. So. Da jetzt einen zu verlieren, ist natürlich nicht geil. Gegen die ATGM, die da steht. Oh, aua. Die hält ein bisschen was aus. Ready to supply. All ammo spent. Hunting for commies. War Daddy, the Red Leader. I am listening. Ah ja. Ready to supply. Full throttle. Tank ready. Combat speed. Interessant. Yes, Captain. Start the engine. We're moving. Okay, wir führen mit plus 1. Yes, sir. Warum habe ich denn jetzt nicht... Hä, warum sind denn das nur 2? Hä? Wo sind denn die, wo ist denn die dritte Infanterieeinheit? Ist die einfach tot? Scheiße, die sind da. Er sneakt sich da durch die Gegend, das gefällt mir natürlich nicht. So. So, die greifen das Fahrzeug da an, das finde ich sehr gut. Sehr gut. Hier mal noch die Versorger, genau. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Red 6. So, die Bradleys. Successful hit. Scheiße. Good job, oh, hallo! Da ist ja große Party. This is Red 2. Enemy spotted. Nice. Successful hit. Closing on them, sir. Yes, Captain. As fast as we can. Da gibt's noch mehr. Oh, da die Milans. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist natürlich die Frage, welche ATGM hier schneller schießt. Sehr gut. Aber hier war doch auch noch irgendwas. So, wir gucken mal hier oben, wie die Lage da ist. Da ist noch ein Offizier. Wo ist denn unser Offizier? Der ist hier. Der geht erstmal hier rüber. Und dann versuchen wir ihn von da aus in den Punkt reinzuführen. So, da die Strela kann uns egal sein. Ich höre doch wieder eine ATGM fliegen. Ich sehe sie bloß nicht. Good job, Gunner. Ja, da. Reverse, but keep facing the enemy. Enemy spot. Yes, Cap. Da drüben. Okay. Insgesamt sehr gut erstmal, würde ich sagen. Wir müssen bloß die ATGM da drüben finden. Gut, das war hier wieder ein bisschen übermotiviert. Aber er hat anscheinend noch Einheiten. Oh, da BMP. Tschüss. So, und jetzt ist die Frage, wie wir hier drüben vorgehen. Wo die stand, ob wir die aufkriegen. So, der Humvee geht jetzt raus. Nö, der... Scheiße. Der...
Bradley geht raus. Das ist natürlich mal. Bradley sind ärgerlich. Yes, Captain. It's hot here. Good job, Gunner. Radio check, Red 16. Da steht das Scheißding und geht nicht auf, ey. Das ist doch unfassbar. Alter! What the fuck? Wie spät geht das Ding denn auf? Also, krass, wie spät die aufgeht. Die 100 mm. So. Die frischen wir nochmal auf. Da kommt Artillerie auf die Position. Keine Ahnung wieso. So, der Offizier ist mittlerweile da. Der geht mal dahin. Er schießt da wieder auf die... Dass sie jetzt den Bradley hier verloren haben, das, ja, ärgerlich, muss man schon sagen. So, haben wir noch einen großen Versorger hier dazu. So, der BMP da bitte. Okay. So, die Fahrzeuge. Die ziehen sich mal zurück. Der Scout geht dahin. Hallo. Gut, wir gehen mal ein Stück zurück. Wir brauchen da jetzt Versorger. Er hat halt wieder einen Haufen Einheiten, ne? Das ist unser Problem hier. So, wir führen mal. Wo schießt er denn jetzt hin? Er schießt auf die letzte Position, okay. Da ist eine Flugabwehrstellung. So, wir müssen jetzt schleunigst hier die Versorger da reinkriegen. Der Bradley da, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ja, doch, er nimmt die Flugabwehrstellung raus, warum auch nicht. So, die sind leer. Den saugt es jetzt bestimmt auch noch gleich leer. Oh, mal Sekunde. So, da hat es kurz an der Tür geklingelt, deswegen kleine Unterbrechung, es geht weiter. So, der ist jetzt leer, den kann ich verkaufen. Dieser Scout hier drüben, der nervt mich ein bisschen, aber vorher müssen wir hier erstmal die Panzer wieder auffrischen. So. Wir pushen hier mal schneller nach vorne. Die Panzer gehen weiter. Der Bradley geht wieder mit nach vorne. Der Bradley, den setze ich mal auf Feuer erwidern. Und, huch, du hier bitte auch nach vorne. Ja, so. Das ist der unten gewesen, verdammt. So, Modschützen. Es wäre natürlich geil, wenn wir an die Artillerie rankommen. Wie immer ist das Ziel, so viel Schaden wie möglich zu machen und nicht so schnell zu gewinnen, wie es geht.
So, alle erstmal auf den Aufklärer und die Panzer machen jetzt hier. Da war wohl noch was. Sehr schön, sehr schön. Noch ein Flugabwehrgeschütz, was rausgeht. Feuer frei. Scouts. Hier müssen wir wieder aufpassen. Wenn wir nämlich jetzt hier weiter pushen, dann können die uns hier von links, wenn da noch irgendwo eine ATGM steht, kann uns dann wieder wunderbar an die Seite fallen. Oh, warum schießt der da mit der ATGM? Da hätte er doch locker sein Geschütz nehmen können. Das war nicht das... das, was ich wollte. Der sollte sich die ATGM da sparen. So. Erstmal die 122er dort, würde ich sagen. Die nervt gerade am meisten. Okay, der Bradley geht hier in den Angriff. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die haben wieder... ja, geh mal ein Stück zurück. Erstmal die da ist der Offizier. Den Offizier will ich eigentlich noch gar nicht rausnehmen. Ich will ihm erstmal so viel Sachen kaputt machen, wie geht. Nice. Versorger. Den Offizier hebe ich mir wirklich für einen Schluss auf. Weil dann führen wir nämlich damit plus 6 oder so. Naja gut, die machen das jetzt von hier oben aus. Scheiß drauf, dann weg mit dem Offizier. Das Interessante ist auch, wenn er irgendwann in seinem Bataillon keine Offiziere mehr hat, ist er im Grunde, ist es nur noch eine Hilfsgruppe eigentlich. Ja, dann kann er nämlich keine Punkte mehr einnehmen. So, da ist noch eine Strela. So, und jetzt gehört der Punkt uns eigentlich schon. Noch eine 7,62, die geht raus. Und hier oben noch die MTLBs. Und eigentlich die Strela hätte ich gern noch gehabt. Weil wir haben unsere Flugzeuge jetzt gar nicht hier eingesetzt. Na los, warum schießt denn der nicht? Schieß! Boah, wow, weil ja wieder mit der Gunny-Press nicht hinkommt. Und anstatt sich zu bewegen, bleibt er einfach stehen und sagt, ja, ich könnte zwar schießen, aber ich kann nicht, weil ich am Hang stehe. Das ist wieder so ein KI-Ding. Wir sind jetzt sogar bei plus 7. Wo eigentlich die KI auch automatisch mal auf die Idee kommen könnte, mal noch kurz einen Meter vorzufahren, aber sie hat halt den Befehl nicht. Na gut, okay. So. Ja, 4 Minuten. Die Strela ist hier hintergefahren. Ich vermute mal, dass in dem Wald noch was steht. Die pushen mal noch da in die Richtung. Das Interessante ist, 164 Moral hat er noch. Das heißt, er hat hier noch einiges auf dem Feld stehen an Einheiten. Die Frage ist, wo sind die? Hier drüben? Hier? Warte mal. Müssen die mal da noch mit ranfahren? Ach, guck mal. Tatsache, da war noch jemand. Ja, die Frage ist, ob man das jetzt einfach aussitzt, die restlichen 4 Minuten. Oh, hallo. Es ist jetzt hier schon wieder gefährlich, wenn hier irgendwo Infanteristen stehen. Da habe ich keine Lust drauf. Der hat nur eine Raketenartillerie, die Sau. Mod-Schützen. Die haben ja wieder die RPGs dabei, da müssen wir aufpassen. So, gehen wir Risiko ein und pushen hier durch. Mit dem Risiko, dass hier noch irgendwo... ach, hallo. Ja, dich habe ich ja ganz vergessen, mein Freund. Schnell weg in den Wald rein. Den habe ich ganz vergessen. Da
Verlieren wir leider noch eine Panzergrenadier-Einheit. So, und jetzt großes Risiko hier durch den Wald durch. Aber achten Sie auf unsere Flanke. Guck mal, da ist die Raketenartillerie. Weg damit. Die ist teuer. So, und dann sind es noch 2 Minuten. So, die bleiben mal stehen. Die bewege ich mal so weit weg, dass sie nicht in der Nähe von Infanterie stehen können. Ach, guck mal. Ja, da können die Marder ja doch noch ein Stück was machen. Da ist sogar noch ein Offizier. Nice. Nice. Komm schon, den Offizier noch weg. Und dann lassen wir jetzt die letzten 1,40 mal schnell durchlaufen. Ich glaube nicht, dass hier noch groß was passiert. Die bleiben mal stehen, um Sprit zu sparen. Ja, okay. Wir haben ein... Oh, da war noch was. Wir haben ein Bradley verloren. Wir haben Infanteristen einmal verloren. Ich glaube, ansonsten haben wir das tatsächlich ohne Verlust. Oh, da ist noch eine Raketenartillerie. Die will ich. Nimm sie raus. Nice. Okay. So, 22 Sekunden. Da kommt noch eine Raketenartillerie. Kriege ich die noch? Warum holt er denn jetzt die Raketenartillerien hier rein? Oder ist es Mehrfachraketenwerfer? Ja, doch, ja, Mehrfachraketenartillerie. Schade. Die kriegen wir nicht mehr. 6 Verluste machen wir. Ein Bradley und einmal Panzergrenadier haben wir verloren. Und wir machen ihm 120 Verluste. Das war auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, er sollte kein Offizier jetzt mehr haben. Ich kann aber auch sein, dass die Truppen jetzt komplett vernichtet sind. Ja, die sind komplett vernichtet. Okay. Das lief ja schon mal ganz gut. Kämpfen können wir mit denen natürlich jetzt... Hä? Wir können nochmal kämpfen? Warte mal. Tatsache, wir könnten die jetzt nochmal angreifen. Gut, das ist aber was wir uns beim nächsten Mal anschauen. Unsere Leo 2 kommt da noch dazu. Und ich glaube, dann könnten wir sogar noch schaffen. Wir haben noch 6 Runden. Also Bad Hersfeld ist auch wieder in Reichweite. Wir könnten vermutlich sogar noch den Gegenstoß schaffen. Beziehungsweise könnten die hier noch vernichten. Und vielleicht schauen wir uns am nächsten Mal dann wirklich mal an, dass wir mal die Leo 1 jetzt zum Einsatz bringen. Auch wenn das höchstwahrscheinlich ziemlich teuer werden wird. Aber sei es drum, das machen wir beim nächsten Mal. Eine schöne, nette Schlacht war das hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt, geben Mornfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Franz, Wolfgang, Roblitz, Jan VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.